Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Weiß 2 in der Monolog. Ja, in dieser Folge geht's Ron gegen Camilla. Das ist unser Team. Wir haben einmal Smile mit den Attacken. Ich gehe einfach mal kurz durch mit das Goblins. Dann immer noch Anubis mit den Attacken und dem Moveset und dem Item, dem Roniten halt. Dann ist Peter wieder dabei mit der Arena-Beere, falls wir mal irgendwie paralysiert werden, dass wir uns dann quasi direkt wieder entparalysieren können. Ist das Deutsch gewesen? Keine Ahnung. Stinky mit der Flinklaue. Und unser Bisa Knosp mit Wundersaat. Und ja, dann noch Vipitis. Hat sich eigentlich nichts geändert im Vergleich zum letzten Part, außer vielleicht an den Leveln und an den Attacken. Und ja, gut, Peter ist jetzt wieder dabei, denn Achtung, Spoiler, im letzten Part ist gestorben. Und ja, wenn es so weitergeht, wird auch in diesem Part was sterben. Denn aktuell ist so die Tradition, in jedem Part stirbt was. Ich hab Schiss. Ich sag's euch, ich hab Schiss. Ich will einfach nur den Nasog noch nicht verlieren. Sondern wenn ich den Nasog verlieren will, dann auch wirklich beim Bohnen-Arena-Leiter, ja. Weil da ist es okay, wenn man da verliert. Aber hier möchte ich auf jeden Fall noch nicht verlieren gegen die wunderschöne Camilla. Und ihren geilen Laufsteg. Und ja, Leute. Also, ich hab echt Schiss. Aber guckt euch erstmal hier den schönen Anblick an. Oh, nice. Schönes Outfit. Und sie hat ein Emolga. Auf Level 30. Ja, ich habe auch so auf Level 30, 31 trainiert. Nicht ganz 32 alle, weil das mir einfach zu lange gedauert hat. Ich hoffe, dass ich schneller bin und nicht erstmal schön Schaden machen kann. Perfekt, ich bin nicht schneller. Dann müsste ich erstmal mit Voltwechsel fressen. Der viel zu viel Schaden macht. Aber genau deswegen habe ich auch mit Apollo geleadet, weil ich weiß, dass der Junge eh nichts aushält und ich dann ihn nicht reinswitchen kann. Okay, jetzt kommt direkt Zebritz rein. Oh nein, der hat doch nein. Ich erinnere mich ganz dunkel an eine bestimmte Attacke, die das Vieh konnte damals. Zumindest war das in Weiß, Schwarz und Weiß 1 so. Und zwar konnte das Vieh Verfolgung. Und wenn er die Verfolgung kann, dann wird es jetzt auf Verfolgen klicken. Und damit ist Apollo tot. Aber was hätte ich machen können? Was hätte ich machen sollen? Ich meine, Gift Shock hätte. Ja, ich hätte nichts machen können. Och man. Nicht Apollo. Ey, was ist denn das aktuell? Also, das ist wirklich krass, wie viel Pokémon hier sterben. Wir haben halt einfach bald nichts mehr. Das ist das Problem. Ja, in jedem Part stirbt ein Pokémon. Die Tradition bleibt so. Okay, aber jetzt ist es wirklich lustig, Zebritz. Also jetzt ist es wirklich schlucken lustig. Oh. Das ist so die Voltwechsel. Der Schaden ist aber auch anders krank. Okay, wie viel macht Gift Shock gegen das Vati? Bin ich schneller als Vati? Safe, oder? Vati ist nicht schnell. 59, ich müsste schneller als Vati sein. Ja, bin ich auch. Donnerwelle. Bitte kill es einfach. Bitte. Danke. Wichtig. Die Frage ist jetzt, kommt jetzt wieder Zebritz rein? Ja, kommt es. Aber einen Voltwechsel würde ich halt noch überleben, außer er Volltreffer an mich. Okay, Verfolgung ist das Beste, was du machen kannst. Also für uns ausgesehen. Oh, der lebt das? Warum lebt der das denn? Ja. Bruder, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ein Voltwechsel killt mich einfach. Ah, er heilt ja. Was aber ganz gut ist, glaube ich. Weil ich krieg nochmal Überreste.
Und er geht wieder auf Verfolgung, was sehr gut ist. Weil jetzt kann ich einfach auf Schaufler gehen. Und nehme ihn da wirklich raus damit. Bitte killt das Vieh einfach, bitte. Wie bitte, das macht dich jetzt zum Helden. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dann gehen wir auf Nachthieb. Bitte keinen Volltreffer. Danke. Oh Gott, weg ist die Zebritz, ey. Was ist das hier für eine Challenge, Alter? Was habe ich mir eigentlich wieder ausgedacht? Batzap. Was kann das Vieh? Außer mich nerven. Elektro-Käfer-Attacken. Vielleicht auch sowas wie Saugattacken. Kann ich mir gut vorstellen. Graus Anubis, glaube ich. Oh, es kann mich auf jeden Fall langweilen mit Donnerwelle. Was ist das hier eigentlich für ein Kampf, ey? Wo bin ich hier schon wieder? Und dann nervt es sich mit Voidwechsel. Okay, wie viel macht das? Oh, schon viel Schaden für so ein Watzapf. Ach so, sie hat ja noch ein Pokémon. Schon bis der Morga von Anfang. Wow. Macht ja gar keinen Schaden. Der kann safe Flugattacken, oder? Ich habe keinen Switch in den Flugattacken. Ach so, der kann auch Verfolgung. Natürlich kann er Verfolgung. Warum auch nicht? Warum kann eigentlich jedes Pokémon Verfolgung von ihr? Weil du kannst mich nach dem Kampf, kannst du mich ruhig verfolgen. Zu mir nach Hause, aber jetzt hier nicht, bitte. Wozu gibt juckt mich eigentlich nicht? Und Gegenschuss ist jetzt stärker, weil ich jetzt zweites angreife. Und das ist guter Schaden. Und warum zum Teufel hat jedes ihre Pokémon so eine dumme Beere? Oh, Flinklaue. Weiß nicht, ob das so gut ist. Weil ich jetzt natürlich einen doppelten Schaden mache. Ja. Oh, das kann echt Aeroas. Alter, der Schaden. Oh, du Drecksviech. Weil das heißt, die letzte ist, oder? Ja, ist es. Ach, guck dich unser Team an, ey. Ja, komm, Peter. Peter muss regeln. Kreuzschere. Alter, Falter. Gift Jock. Aber ich glaube, wenn ihr... Alter, das ist schon kranker Schaden. Ich glaube aber, dass wir kein Pokémon mehr verlieren sollten. Gehen sich auf Schattenstoß und damit haben wir den Kampf zum Glück wenigstens geschafft, aber wir haben halt unser bestes Pokémon verloren. Also für die Zukunft unser bestes Pokémon mit Schwebegänger. Das ist halt leider echt belastend. Und das tut auch echt weh. Ja, nächste Folge, nächste Tod, ne? Aber immerhin haben wir 4 Ohren schon mal. Also mein Ziel ist es eigentlich gar nicht, weil die Challenge zu schaffen, sondern einfach nur so weit wie möglich zu kommen. Weil das ist halt echt hart. Also als ich mir die Challenge ausgedacht habe, dachte ich mir nicht, dass es so hart wird. Aber nachdem ich auch die ersten Part schon aufgenommen hatte, wusste ich schon, was auf mich zukommt. Also das war... Ich habe natürlich somit die schwerste Generation plus Hürdenmodus mit den schwächsten Typ kombiniert, ja. Also Gift ist ja hier eigentlich, ja, würde ich sagen, schon der schwächste Typ hier, weil es hier noch keine Feen-Pokémon gibt. Da hätte ich vielleicht einen anderen Typen nehmen sollen, aber... Ja, wir haben noch ein paar Typen und noch ein paar andere Spiele, wo wir die Monolog dann irgendwo anders nochmal versuchen können.
Aber ja, das war ja auch nur so ein, also das war ja wirklich auch nur ganz spontan das Projekt hier. Es werden auf jeden Fall noch coole Spiele kommen. Auch kein Pokémon, also ich habe auch noch andere Sachen geplant. Momentan ist ja sowieso mein Kanal sehr vielfältig, also kommt ja nicht nur Pokémon. Was ja eigentlich anfangs gedacht war, nur für meinen Kanal. Dass ich mich wirklich auf Pokémon konzentriere, aber das ist ja jetzt ja, nicht mehr der Fall. Denn ja, FIFA ist momentan auch sehr populär auf meinem Kanal. Ja, und dann halt noch andere paar Projekte, die jetzt starten werden oder die schon gestartet sind. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Aber da ist auf jeden Fall noch einiges geplant und ich habe Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ja, Polo, war schön mit dir. Wir sehen uns dann im nächsten Leben. Ich kann jetzt nicht Knospi mit reinnehmen, da haben wir halt wieder vier Flugfeuerschwächen. Aber egal, was ich reinnehme. Aber ich will Knospi erst entwickeln, wenn ich Roserade habe. Also es muss, wenn ich Roserade habe. Komm eben Hornio mit rein. Und geben denen erstmal den EP-Teiler. Damit sich das Ding erst immer sich entwickelt. Die Skoblins geben wir jetzt wieder Peter. Der brauchte die am Arena, wäre nicht. Und dann laufen wir weiter Richtung nächste City. Brauchen halt wieder neue Encounter. Und die Shit, haben wir gerade 10 Minuten in den Kampf gesteckt, Alter. Och nein. Ja doch, Anubis macht das. Auf geht's. Hey da! Aber jetzt haben wir wenigstens wieder geile Musik. Ja, also das ist echt der Part des Musiks. Die Plasma-Musik aus Generation 5 ist absolut geil. Vor allem die aus Schwarz und Weiß 2 finde ich absolut nice. Allgemein die Plasma aus Schwarz und Weiß 2 finde ich super geil. Geile Outfits. Und wie gesagt, auch geile Mucke. Auf geht's. Ich hoffe aber, dass sie nicht so geile Mons haben. Also, was heißt nicht so geile, sondern halt nicht so starke. Aha. Den kenne ich irgendwo her. Schaufler. Schade. Ich hätte nur ein Pokémon. Stärke! Ich glaube, Level 40 haben wir kürzlich Anubis. Das Level Cap für die nächste Arena schaue ich dann bis zum nächsten Part nochmal nach. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf auswendig. Ich glaube 36, aber ich bin mir nicht sicher. Guck mal da! Auch so ein Pokémon. Ich glaube, Nagelos und Kuckmada, so beliebt die fünfte Generation auch ist, ist, glaube ich, das schwächste Anfangs-Normal-Pokémon. Also das unbeliebteste, oder? Wobei ich muss sagen, das aus Generation 6 finde ich auch nicht so stark. Skoppel, glaube ich, war das, ne? Widdiza ist ja so ein Meme-Gott. Generation 3, Zigzags ist eigentlich auch ganz geil. Also auch usable vor allem. Generation 2, wie gut, wie sowas auch shit. Aber ist sie diesen süß? Oh, du Bastard. Gut, Generation 1 Radfahrt ist ja eigentlich so das standardmäßige Standardmon. Generation 7 Mangunio, ja gut, das ist halt Meme wegen Donald Trump. Generation 8 war was nochmal? Schwertschild, ne? Da war dieses komische Eichhörnchen, das Normal-Pokémon. Wie hieß denn das Vieh? Raffel? Hieß es Raffel? Irgendwas mit R. Generation 9? Was war da das Anfangsmon? Ich habe keine Ahnung. Ah doch, dieses Schwein, ne? Regunza oder wie das hieß? Keine Ahnung. Fand ich aber auch ganz cool. Auch wenn ich Generation 8, Generation noch nie durchgespielt habe. Immer noch nicht.
Leute, wir hören die Fahrradmusik, obwohl ich gar kein, nicht auf dem Fahrer sitze. Geiles, ne? Okay, jetzt wird's emotional. 5 Jahre ist es nun her. Damals hat die Plasma das Fidelu meiner kleinen Schwester gestohlen, das sie eins als Geschenk bekommen hat. Leute, guckt euch nochmal den ersten Part an. Die Schwester von ihm war doch da maximal 4 Jahre alt. Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Naja. Ich war zu der Zeit auch ein kleines Kind und konnte absolut nichts tun. Aber ich habe mir damals geschworen, stärker zu werden, um die eines Tages noch etwas unternehmen zu können. Gar nicht schlecht, du weißt hoffentlich, was du tust. Also dann. Wie wär's damit? Du führst weiterhin schon fleißig dein Pokédex auf. Wenn du richtig stark geworden bist, stehst du mir im Kampf zur Seite. Ich zähle in Zukunft auf dich. Nächste Musik. Ah, wunderschön. So hat mich gehalten, ne, Ehremann. Dann können wir jetzt nochmal Route Schieß mich tot klären. Route 5. Unten geht's nämlich. Oh. Wer nervt mich denn jetzt hier? Ach, Markus. Ah, cool. Hau rein, Markus. Keiner mag dich. Hier liegt mir noch ein Hypertrank. Darf ich eh nicht benutzen. Zumindest nicht im Kampf. Hier oben habe ich übrigens das ganze trainiert an Ordos. Hat 18 Jahre gedauert geführt. So, Item war da. Ist hier noch ein Item? Ja, da unten, aber da so will ich es auch nicht. Ja, noch ein Trainer. Ja, die restlichen paar Minuten, die wir noch im Part haben, machen wir, würde ich sagen, hier die Route noch, ja, clearen. Clearen wir noch die Route, so würde ich sagen. Simbolara. Natürlich kein schöner Gegner für unser Pion-Scorer. Das ist allgemein kein schöner Gegner für unser Team. Wir haben eigentlich nur einen Pokémon dagegen. Der ist halt echt scary, ne? Gelegtschild ist fein. Voll gut. Gegenstoß, komm. Wieso outspielen wir denn den Jungen? Boah, guter Schaden. Ah, wegen Wirbelwind. Negativ Prio. Willi, machen wir ganz schnell einen Rückzieher. Weiß ich jetzt nicht, ob das ist, Willi. Weiß ich jetzt nicht. Noch, Digga. Jetzt nerv mich nicht. Wenn du jetzt nicht auf Wirbelwind gehst, raste ich auch. Was denkst du? Überleb! Oh mein Gott. Kill es einfach, bitte. Danke. Mein Herz in die Hose gerutscht. Ja, wie die gute Erfahrungspunkte. Künstler Ignaz. Auch ein cooler Name. Hey, Honey entwickelt sich. Jetzt wirst du scheiße zu. Ja, bisschen scheiße noch. Mein Bibo ist auch noch scheiße, weil Bibo hier nicht gut ist. Weil keine Mega-Entwicklung und so, aber. Ich sag, ich kann in dieser Challenge jedes Pokémon gebrauchen, was es gibt. Und ein paar coole Pokémon kriegen wir ja noch, also was wie Knofensa oder Smogon. Hat schon nice. Weil, ja gut, Mirapla ist dann auch wieder Pflanzen-Pokémon, hat wieder eine Flugschwäche. Oh Gott, das wird so, also, die Challenge wird, glaube ich, halt jetzt nicht machbar sein. Auch in der Top 4, ne, mit dem Psycho-Top 4-Mitglied. Da brauchen wir schon gute Antworten gegen. Und die sind schon gefühlt alle fast gestorben. Hey, Knospi. Da kann ich aber mal drin bleiben. Knospi ist jetzt nicht so die große Gefahr. Oh, was nervt mich mal wieder mit Stachelspore.
Okay, aber... Ich hatte recht gehabt, das war jetzt nicht so die große Gefahr. Und Rosea ist, glaube ich, auch nicht so die große Gefahr. Außer es besamt mich. Aber du bist weiblich, wie kannst du mich eigentlich besamen, mein Freund? Oder meine Freundin. Das wird gar nichts machen. Oh, ich wusste es irgendwie. Irgendwie wusste ich es. Ich wusste es von Anfang an. Ich weiß nicht, ob ich diesen Kampf hier wirklich will noch. Oh. Oh, ich drehe gleich durch. Ich bin eigentlich ein geduldiger Mensch, ne? Aber wenn ich dich sehe, ja, dann kriege ich Augenbluten. Egesam, Stachelspore, Zauberblatt, Gigasauger. Was ist das eigentlich für ein Moveset, was du da hast? Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich hoffe, das nächste Giftschock killt. Ich glaube aber nicht. Deswegen gehen wir auf Nachthieb und Nachthieb hat hohe Volltrefferquote. Deswegen volltreffern wir jetzt einfach. Okay, reicht das so aus. Ja gut, Roseas Verteidigung ist quasi nicht vorhanden, aber gut. Wie hieß die Chloritis? Oder Chloris? Oder wie hieß die? Irgendwas mit Klo. Wir können da zurückspulen, ich hab's leider nicht gesehen. Dafür sehen wir jetzt ein wunderschönes Bibor. Es sagt, Bibor überlebt zwei Parts, dann wird's auch sterben. Gibt es mir noch so eine Schmutzbeere? Ich weiß, was eine Arena-Beere macht. Gucken wir uns mal die Stats an. Sind schon hart shit. Aber es hat immerhin ein Käferbiss. Habe ich irgendwelche Attacken für dich? Ich glaube nicht. Wobei, wir könnten die auch Rückkehr geben. Wir geben einfach jedes Pokémon Rückkehr. Kannst du Schaufler? Ich glaube nicht. Also wenn eine Biene Schaufler kann, weiß ich jetzt auch nicht. Kannst du Felsgrab? Auch nicht. Ich glaube, Voltex kann auch keiner, ne? Nee. Biber kann nicht fliegen, oder? Schade. Kannst du Trümmerer vielleicht? Ja. Ich sagte, Trümmerer ist besser als Fadenschuss. Und Giftschock geben wir den auch mal, auch wenn er keinen guten Spezialangriff hat, aber besser als Giftschock ist es allemal. Ist das dumm. Okay, dann, komm, Koffer hat noch nicht so viel gekämpft. Dann macht Koffer hier noch so, weiß nicht, wie viele Trainer es hier noch gibt. Bist du ein Trainer? Ja. Oh. Sandro. Ich kenne nur Sandro. Oh, du schon wieder. Mit dir habe ich noch eine Rechnung offen, mein Freund. Mit deiner Angeberei. Das Geile ist, der Name passt ja sogar zu dieser Knoss. Ich meine, er heißt ja Koffer und das ist ja eine Anlehnung an einen Zuschauer von mir. Du bist macht ja auch geile Pokémon-Videos. Schaut mal gerne mal vorbei. Er heißt Koffer und hat die Attacke Rasierblatt. Und heißt auf YouTube Rasierkoffer. Also. Bin ich, passt sehr gut, obwohl das eigentlich gar nicht so gedacht war. Und da wollte ich jetzt nicht reinlaufen, ohne mich zu heilen. Oh nein.
Bitte jetzt hier nicht mehr Double Zuru Keks, dann. Anhänger. Was? Ich hab's nicht gesehen. Ah ja! Peter und Koffer. Aber mit Rasiva treffe ich beide und dann gehen wir noch mit T-Schlag auf das linke. Bam! Boah! Das geht ja schon fast. Ja, okay, die waren dann auch relativ easy. Oh, das ist schon süßi, ne? Picochetto ist schon echt süßi. Muss man einfach mal sagen. Auch der wurde irgendwie ein bisschen vergessen, habe ich so das Gefühl. So, dann heilen wir uns nochmal hier full. Ich habe schon genug Pokémon verloren hier. Dann noch ein Paraheiler, beziehungsweise wir haben noch Stratos-Eis, ganz viel. Die will auch noch kämpfen, oh Gott. Deckerin Else. Mit was? Sonnenkern? Ja, ich glaube, Sonnenkern hat gar keinen Bock auf mein Team. Mit 6 Gift-Pokémon. Also, wenn du das überlebst, dann kriegst du in Orden. Und Wadribi. Und dann auch ein männliches Wadribi. Oh, du tust mir leid. Aber es passt zu der Bäckerin. Finde ich zumindest, dass es passt. Bäckerin Else. Muss ich ganz voll an Else denken. So, komm her. Dich machen wir auch noch in dem Part. Wird halt wieder ein bisschen längerer Part wahrscheinlich, weil der mir wahrscheinlich übelst aufs Maul gehen wird. Ich habe den, glaube ich, gar nicht so schwach in Erinnerung. Aber Motorrad gegen Fahrrad. Wer wird das Duell für sich entscheiden können? Der verliebte Mann. Galapagos, was war das in der Mitte? Oh, shit. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, hier könnten wir sogar sterben. Das ist wirklich nicht gut. Wir müssen die Flapdrakes irgendwie. Ich glaube wirklich, dass sie hier sterben können. Und Schubschutz ist okay. Bitte unter 50%. Oh, wichtig. Wegen der Fähigkeit. Das macht natürlich auch guten Schaden. Lichtschild ist auch gut eigentlich für uns. Und wir treffen Schlagbruder. Oh mein Gott. Das hätte jetzt echt schief gehen können. Wird aber trotzdem wehtun. Na, es geht. Okay, dann was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen. Was machen wir jetzt? Rasierblatt. Ne, warte, wir machen. Giftschock auf Symbolara. Schattenstoß auf Flapdrix. Toxinieren mal das Galapagos. So, der stirbt jetzt. Maul. Level up, wichtig. Der pennt noch eine Runde. Toxin trifft schon mal. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen, aber im Zusammendings dann mit Schattenstoß in der nächsten Runde. Oh, okay, der geht. Warum geht der denn auf den? Ich meine, ich hab nichts dagegen. Ja, du kannst jetzt einfach mal Wachstum machen. Schattenstoß. Nee, warte mal, wir machen das anders. Giftschock auf den. Und du machst Stützer auf den.
Und der ist weg. Auch ein sehr cooles Pokémon. Wie die wir Giftspitzen erlernen. Ja. Dann haust du rein, Zertrümmerer, ne? War schön mit dir. Das Ding ist, mit der Antikraft würde man Ariodos. Würde. Obwohl ich bin ja schneller als der Junge, ne? Ja, dann nehmen wir den jetzt einfach raus. Ja, das bringt dir eh nichts, mein Freund. Das bringt dir eh nichts mehr. Okay, dann haben wir den Kampf doch bestanden, auch wenn das echt. Also der hätte uns echt zerstören können, wenn er richtig angreifen würde. Aber der hat ein bisschen gechoked, der Junge. Jetzt zieh deine mit deinem Motorrad. Ja, ist mir egal, wie ich deine Freundin nennen. Ich nenne dich jetzt Herbert, Alter, ganz ehrlich. Ich war fantastisch, ja, cool. Wenn jetzt weggeht, ich in die Partbetten. Danke. Ja, und damit will ich sagen, das war's. Ich stimme mich auch mal zu den beiden Girls hier hin. Das war's mit der Folge. Und wieder im Pokémon gestorben. Aber wir leben noch. Das ist das Wichtigste. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis dann.